Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kingdom Come Deliverance. Wir befinden uns hier im Lager der Banditen und ich hoffe, dass wir hier einfach reingehen können. Wenn nicht, es wäre ein bisschen blöd. Sagen wir es mal so, denn ich habe Hunger und ich werde deren Essen zuerst essen und dann vergiften. Achtung, das Betreten der Feste Vranek könnte zum Abbruch einiger laufenden Quests führen. Okay. Ich habe keine Quests mehr, ich habe alles erledigt. Soll das irgendwie episch sein? Hallo! Klopf, klopf! Ich bin's, der Dieter. Ich gehöre zu euch. Was willst du? Ich will rein. Lass mich rein. Rein, ja? Und wie lautet die Losung? Den besonderen Würfel erzeigen, bitte. Keine Ahnung. Öffne das Tor. Ich bringe wichtige Kunde. Weißt du, mit wem du da sprichst? Also ich könnte ihn locker überreden, wie man rechts sieht, aber ich zeige ihm den Würfel. Ein Spiel gefällig? Zeig her. Ah, na gut. Willkommen in Vranek, Kamerad. Danke für die freundliche Begrüßung, Kamerad. Bei wem soll ich mich melden? Eric. Er sollte im Haus ganz oben sein. Geh nach Vranek und finde heraus, wie viele Männer dort sind und was sie vorhaben. Okay, habt ihr Essen für mich? Nicht wahr? Letztes Mal waren es die Handschuhe, oder? Hast sie gegen Fell getauscht und es dann vergessen. Hast gezetert und uns Diebe geschimpft. Ach, du kannst mich mal! Ah ja, red nur. Wenn ich den Hund erwische, schlage ich seine missratene Fresse zu Brei. Okay, die Frage ist, gehen wir zuerst zu Le Boss oder wollen wir sie zuerst vergiften? Bin so hungrig, könnte meine Stiefel fressen. Ich auch. Aber erstmal muss ich irgendwie Nahrungsvorräte finden. Haben die hier absichtlich jetzt keine Nahrungsvorräte? Damit man sie nicht vergiften kann? Ist das euer Ernst? Ich kann nicht mal die Truhe öffnen. Das heißt, ich kann eigentlich gar nichts... Ich kann Brennnesseln ernten. Ich wollte schon sagen, kann ich nicht mal Brennnesseln ernten? Eingeweide ziehen sich schon zusammen. Ja, ich versuch's doch, aber hier ist nix. Kein Topf. Ich sehe einen Topf. Ja. Oh. Schön. Okay, in den Topf geben. Wo haben wir denn unseren schönen, krassen Trank? Schützentrunk, Strauch, ja, Retterschnapptuck machen, Lazarus, Katerbier, Gegenmittel, Flugsalbe. Oh nein, ich habe jetzt nicht meinen Gifttrank. Oh nein. Ich habe keinen Gifttrank mehr. Ah, was habe ich denn noch? Denn wenn er verliert die Kontrolle über sich, heilt Vergiftung, macht den Morgen. Ja, ich kann sie heilen, super. 5 Minuten. Deine Muskeln erschlaffen. Schlaftrunk. Ja, Schlaftrunk am ehesten, ne? Aber das hält ja nicht ewig. Festigt den Arm beim Bogenschießen. Die leicht toxischen Substanzen des Trankes werden deine Pupillen, damit du in der Nacht besser sehen kannst. Ja, das werden wir dir auf jeden Fall geben. Ach Gott, ja gut, dann geben wir hier... Machen wir einen Schlaftrunk rein. Ah, naja, besser als nichts. Scheiße, Mann. Jetzt habe ich mein Gift nicht dabei. Ach, ist das bitter. Ich hätte sie alle töten können, bevor auch nur irgendwie was ausbricht. Naja, egal. So ist das Leben. Es sei denn, die haben hier eine Chemiestation, was ich aber bezweifle. Nicht nur die äußere Palisade ist massiv, sondern auch die innere. Nicht gut. Du? Wird gern Schmissler werden. Was bist du, ein Schusser? Nicht ganz. Gut. Mal gucken, ob vielleicht kann ich noch ein, zwei töten oder so. Auf dem Rückweg. Keiner zum Ausrauben hier. Arschlangweilig. Hallo du, Erik. Was willst du? Koslik schickt mich. Ah, noch mehr Verstärkung. Du bist der aus dem Kloster? Ja, Herr. Du hast diesen Verräter wirklich getötet? Ja, Herr. Gut gemacht. Ich hätte nicht gedacht, dass es dir gelingt. Kannst du mit einem Schwert umgehen? Nicht wirklich, ein bisschen. Ich weiß, wie man ein Schwert schwingt. Nicht wirklich, nö. Nicht wirklich. Stellen wir dich auf die Probe. Geh zu Vanjek, unserem Kampfmeister. Er wird schon herausfinden, aus welchem Holz du geschnitzt bist.
Geh einfach hügelabwärts bis zur Palisade. Sein Zelt liegt direkt beim Übungsplatz. Jawohl, Herr. Kann ich den nicht einfach umbringen? Den Erik? Das wäre auch zu einfach, ne? Den Boss jetzt schon umzubringen. Also rein theoretisch könnte ich dem eine Kugel reinhauen, oder? Oh Gott, er weiß es. Du wirst leiden. Er weiß es. Oh Gott. Du bist tot. Ich kann nicht auf ihn schießen. Hä? The fuck? Hilfe. Nein. Du bist nicht. Oh Gott, ich sehe. Hast weiche Knie bekommen. Ich hab nichts gesehen! Nein, lass es! Du bist nicht weh! Ich treffe ihn nicht! Hast du nicht drauf? Okay, lass. Okay, okay, warte, warte, warte. Neuer Plan. Waffen mit Giftgetränkenpfeil. So. Muss ihn quasi nur einmal irgendwie hitten. Von hier aus sieht er ja nichts, ne? Ich kann ihn nicht abschießen. Da bist du ja, du Gauner. Das Ding ist abgeprallt. Jetzt kriegst du, was du verdienst. Man kann ihn nicht töten. Es geht nicht. LOL. Was ist das? Okay, man kann den Typen einfach nicht töten. Ja, cool. WTF. Das finde ich jetzt ein bisschen fies. Den Topf habe ich, genau, schon vergiftet. So, dann gucke ich mal, dass ich irgendwie nachts irgendwie ein paar Leute noch umniete. Bevor ich dann abhaue. Mal gucken. Zeit für einen anständigen Raubzug oder einen Überfall auf einen Hof. Es braut sich wohl was zu. Definitiv keine Arme. Das glaubst du? Ständig ist was am Brauen, aber wir haben wir nie eins gekriegt. Stimmt. Aber hoffen darf man ja wohl. So, noch ein Topf vergiftet. Hallo. Bist du Kampfmeister Vanjek? Ja, da bin ich. Was willst du? Ich bin Heinrich. Erik sagte, du siehst dir an, wie gut ich mit dem Schwert bin. Ah, noch ein Grünschnabel. Schön, dass Koslik seine Arbeit macht. Allerdings können die meisten nicht mal einen Haufen Scheiße mit einer Mistgabel bekämpfen. Hey, kenne ich dich etwa? Irgendwoher kommst du mir bekannt vor. Wir kennen uns aus Garlitz. Du hast mich in Garlitz im Schwertkampf unterrichtet. Warte. Ja, jetzt erinnere ich mich. Wir trafen uns beim Wirtshaus. Freut mich, dass du lebst. Ich nahm die Beine in die Hand, noch bevor es losging. Also, dann zeig mal, was du kannst. Hast du eine Waffe? Wenn nicht, kannst du dir dort drüben eine leihen. Bereit? Das ist mein alter Schwertkampfmeister. Cool. Lassen wir es angehen. Schade, dass er jetzt tot ist. Zeig mir mal, was du kannst. Hallo? Na schön. Komm wieder, wenn die Eier gewachsen sind. Nein, ich muss mein Schwert rausholen. Sagte ich nicht, dass wir hier kämpfen? Wir können uns nicht im Lager schlagen. Scheiße. Au, 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 Freundchen. Das tut doch weh. Du machst es nicht lange. Wieso darfst du zuerst treffen, hä? Himmel, hilf! Du bist viel besser als die meisten dieser Scheißkerle hier. Gut gemacht. Ich hatte etwas Übung. Das sehe ich. Ich sage Erik, was in dir steckt. Aber damit du nicht denkst, der alte Vanjek hätt's nicht mehr drauf, zeige ich dir einen Kniff, der dir sicher nützen wird. Oh, wie spendabel von dir. Tja,
Ich will nicht bis aufs Grab kämpfen. Also pass auf. Bevor du anfängst, herumzufuchteln, sieh zu, dass deine Beine weit auseinanderstehen. Ungefähr so, als würdest du einen kolossalen Furz lassen. Ich glaube, ich hab's. Danke. Okay. Oh, der Wahnsinn. Kann ich dich töten? Verdammt! Nee, auch nicht. Kann ich hier überhaupt irgendjemanden töten? Hey. Verdammt, das sind verflucht viele. Bestimmt gute 4 oder 5 Dutzend. Wer bist du? Ich bin Kollege, Junge. Also die könnte ich töten, okay. Müsste der Schlaftrunk nicht langsam wirken? Habe ich hier schon was reingetan? Ich weiß es nicht. So, wo gehen wir denn jetzt hin? Das Lagerleben ist kein leichtes. Sie müssen doch alle mittlerweile schlafen, ganz ehrlich. Wie viele hier sind? Soll ich jetzt zurück zu Erik oder was? Bin so hungrig, könnte meine Stiefel fressen. Na, gucken, was der Erik sagt. Herr, entschuldige. Was ist denn? Wie befohlen bin ich zum Kampfmeister und habe... Hast du deine Zunge verschluckt? Red weiter. Ich vermute zu wissen, was mit dem jungen Herrn los ist. Er ist wohl überrascht, mich hier zu sehen. Aber das beruht auf Gegenseitigkeit. Seit wann heuerst du denn Ratzigs Leute an, Erik? Ratzig? Ganz recht. Dieser Junge ist ihm äußerst wichtig. Und ich schätze, er ist auf der Suche hiernach. Das Schwert. Habe ich recht, Bürschchen? Du Bastard! Ich hab sie alle vergiftet, sie schlafen. Er kommt zu sich. Bitte vergib mir die Unannehmlichkeiten, doch es ist zu deiner eigenen Sicherheit. Und unserer natürlich. Du kannst dich wirklich glücklich schätzen. Ich lasse dich nämlich am Leben. Ich bin mir sicher, dein lieber Vater wird ein hübsches Lösegeld für dich zahlen. Mein Vater ist tot. Dein mieser Lakai ließ ihn mich nicht einmal bestatten. Er weiß es nicht, Erik. Er hat keine Ahnung. Man erzählte es mir, einem Fremden, aber nicht ihm. Wie unglaublich rücksichtslos. Bestimmt würdest du dies lieber unter angenehmeren Umständen und definitiv auch von jemand anderem als mir erfahren. Aber das ist des Bettlers los. Dein Vater, dein richtiger Vater, ist am Leben. Und du kennst ihn. Er ist dein Lehnsherr, Ratzig Kobilla. What? Obwohl, wie viel kannst du ihm schon bedeuten? Hier bist du nun, eine obdachlose Waise. Und dennoch hat er dich nicht anerkannt. Deine Eltern sind beide gestorben, habe ich recht? Das dachte ich mir. Und trotzdem hat Ratzig die Wahrheit für sich behalten. Könnte es sein, dass er sich deinetwegen schämt? Ich frage mich, ob er das Lösegeld überhaupt bezahlen würde. Aber... denken wir darüber jetzt besser nicht nach. Denn wenn dein Vater sich dazu entscheidet, nicht zu zahlen, bist du für mich wertlos und dann... Mein Vater ist tot! Ich verstehe deine Gefühle, ja, tue ich wirklich. Meine eigene Kindheit war deiner nicht unähnlich. Schon eigenartig, dass gerade wir beide etwas gemeinsam haben. Aber Schluss mit dem Geschwätz. Es wird langsam Zeit, dass du mir sagst, weshalb du hergekommen bist. Ich suche nach dem Schwert meines Vaters, welches mir ein gewisser Bastard gestohlen hat. Und ich habe es gefunden. Da frage ich mich, welchen Vater du meinst. Gewissermaßen gehört es ja beiden. Es spielt keine Rolle, wem es gehört, denn ich werde dich damit töten. Du bist momentan nicht in der Position, mir zu drohen. Aber andererseits, warum nicht? Wenn dein Vater, dein richtiger Vater, für dich zahlt, gebe ich dir gern die Gelegenheit dazu. Wie großzügig von euch. Meine Rede. Ratzig wird dich vernichten.
Und ich werde da sein und zusehen. Das bezweifle ich doch sehr. Dir müsste eigentlich klar sein, dass dein Vater nicht einmal über einen Bruchteil der Streitmacht verfügt, die ich versammelt habe. Und nun, mit dem König in Gefangenschaft, wird euch niemand mit seinen Truppen unterstützen. Selbst mit Harnisch und Divisch zusammen könnte dein Vater niemals mehr Männer aufbieten als ich. Nun, die einzige Streitmacht in diesem Land, die in der Lage wäre, mich zu besiegen, gehört Sigismund. Und er bezahlt mich. Und wenn er siegt, siege ich. Alles, was ich mir jetzt nehme, wird für immer mir gehören. Ich möchte das ganze Land besitzen. Erblicke den neuen Herrscher des Reiches. Ein Mann wie du wird niemals die Herrschaft erlangen. Hast du denn nie von Herrn Sokol von Lamberg oder Herrn Hinek Dürrteufel gehört? Sie kämpften für deinen König und plünderten die Ländereien der österreichischen Adligen, genau wie ich es hier tue. Wie heißt es so schön? Fressen oder gefressen werden, Kleiner. Kriege sind eine dreckige Angelegenheit. Herr, es ist soweit. Verzeih. Ich fürchte, ich muss mich wichtigeren Dingen zuwenden als dir, Kleiner. Udo hier leistet dir sicher sehr gern Gesellschaft. Und hoffen wir um unser beider Willen, dass dein Vater für dich zahlt. Lebe wohl. Fahr zur Hölle! Prügel dir mal ein paar Manieren ein, Udo. Na los, Eric, komm mit, wir haben was zu erledigen. Das muss doch wehtun in seinen Eisenhandschuhen. Heinrich! Heinrich! Wach auf! Hörst du mich? Scheiße, hat dich der Mistkerl zugerichtet. Hier, versuch zu trinken. Ich dachte schon, du warst nie auf. Woher kennst du meinen Namen? Erkennst du mich denn nicht mehr? Was, Bischek? Du Scheißverräter! Erst lieferst du mich diesen Schweinen aus und jetzt tust du so, als wäre nichts passiert. Sei still. Ja, wir hatten da so unsere Probleme. Aber ich bin der Einzige, der dir jetzt helfen kann. Also, willst du meine Hilfe oder nicht? Das war noch der Deutsche, ne? Den wir damals auch in unserer Heimatstadt getroffen haben. Was willst du? Dich rausholen. Aber wenn's dir lieber ist, kannst du auch gern hier verrotten und dir von Istvans Schläger die Scheiße aus dem Leib prügeln lassen. Wieso willst du mir helfen? Wieso solltest gerade du mich hier rausholen wollen? Hab gute Gründe. Wenn nicht für meinen Seelenheil, dann für meinen Geldbeutel. Das wird dich ein paar Groschen kosten. Ansonsten brauchst du dir keinen Kopf zu machen. Einem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul. Ach ja? Selbst wenn er von einem Bastard kommt, der mir seine Schurkenfreunde auf den Hals hetzte, als ich meine Eltern bestatten wollte? Ich geb ja zu, wir hatten keinen guten Start. Aber das ist eine gute Gelegenheit, die Vergangenheit ruhen zu lassen. Okay. Weshalb willst du mir helfen? Ja, wegen dem Geld. Wieso fliehst du nicht selber? Was hast du vor? Ja, wieso fliehst du nicht selber? Wieso haust du nicht selbst ab? Und dann was? Bin allein auf der Welt und ein Geächteter. Wie lang glaubst du, dauert's, bis ich am Galgen baumle? Muss mir etwas Kohle beschaffen, damit ich verschwinden kann. Mhm, und was hast du da vor? Wie willst du das anstellen? Na, endlich. Ich kenne einen Weg aus der Feste, wo man nicht gesehen wird. Ich werde dich losmachen und du musst es selbst dorthin schaffen. Bei Nacht sollte das nicht so schwer sein. Ich warte draußen auf dich und du sagst deinem werten Papi, dass ich dir geholfen habe, damit sie mich nicht aufknöpfen. Und selbstredend gibst du mir was für das Risiko. Klingt eher so, als trüge nur ich das Risiko. Nicht wirklich. Was machen sie wohl mit dir, wenn sie dich schnappen? Die wollen Lösegeld. Im schlimmsten Fall sperren sie dich also wieder ein. Aber für mich, der dich bewachen soll und entwischen lässt, drückt keiner was ab, mein Freund. Ich will ja nichts sagen, aber ich bin schon losgemacht worden. Ne? Was mit meinen Sachen? Was ist mit meinen Sachen? Die hat Eric. Wäre Selbstmord, die zu holen. Vergiss es lieber. Toll. Ich soll also in diesem Aufzug von hier fliehen, ja? Wäre in der Tat besser, wenn du was anhättest, womit du nicht auffällst. Aber ich kann dir nichts besorgen. Soll dich schließlich bewachen. Würde ich von hier weggehen, müsste ich die anderen auch meiden. Na dann los. Also schön. Hauen wir ab.
Binde mich los. Das wollte ich hören. Aber erst schwörst du, dass du Herrn Ratzig von meiner Hilfe erzählst. Und mich bezahlst. Du hast mein Wort. Wie sieht der Plan aus? Na gut, dein Wort muss wohl reichen. Also, spitz die Ohren. Ich weiß, wie man von hier verduften kann. Unten im Lager, beim Abhang über der Sasau, ist eine Stelle, an der sie die ganze Scheiße über die Palisade schmeißen. Der Scheißhaufen geht schon fast bis ganz nach oben. Wir müssen bloß über die Palisade springen und haben eine weiche Landung. Dann sind wir frei. In Scheiße. Frei und voll mit Scheiße. Und das ist alles? Nun, zuerst müssen wir es bis dorthin schaffen. Keiner darf uns sehen. Ich soll dich im Auge behalten und du, tja, sollst im Auge behalten werden. Wir müssen unbemerkt bleiben und uns vor neugierigen Blicken hüten. Ich gehe zuerst. Vorm Schuppen sollte keiner sein. Wenn du draußen bist, geh links die Palisade entlang. Dort ist alles voller Klippen, also sieh zu, dass du dich nicht umbringst. Ich warte nicht weit vom Lager entfernt auf dich. Beim abgestorbenen Baum zwischen dem Weg und dem Bach. Viel Glück. Ich würde aber ehrlich gesagt gerne zu Erik und meine Sachen holen. Ich bin halb tot, das Gute ist aber, ich regeneriere mich ja langsam. Ist ja geil, ey. Die erste Wache. Oh. Bin ja schon beim guten alten Erik. Aber ich habe keinen Dietrich wahrscheinlich. Schade. Müsste irgendwie einen Dietrich erstmal organisieren. Essen. Oh, sehr schön. Alles, was man so braucht, ne? Oh, Gottes Willen. Ich töte ihn einfach. Aber ich kann ihn nicht töten. Ja, umhauen. Hey, umhauen. Verdammt, Körper aufheben. So. Und jetzt töten wir ihn. Das war der erste Streich. Oh, ich werde jetzt hier viel, viel Spaß haben in dem Lager. So. Deutsche Beckenhaube. Oh, nett, nett, nett. Brezel, Dörrfleisch, Groschen, Karotte. Was kann ich davon gebrauchen? Da, schwarze Google behalte ich. Verband ist auch gut. Der Rest ist wahrscheinlich alles zu laut, ne? Ja. Zumindest deine Waffe sollte ich mitnehmen, ne? Okay. Leider kein Dietrich für mich. Wie spät ist das? Oh, ich darf keine Zeit verlieren. Okay, da steht einer, verdammt. Ich hätte so viele Leute töten sollen wie möglich, als ich noch die Chance hatte. Steht auch einer. Komme ich da irgendwie hoch auf die Palisade? Nö, ne? Doch, mit der Leiter hier. Du hast Bürger erhalten. Fuck. So, okay. So, dich kann ich ja endlich liegen lassen, ne? Okay, was hast du so Schönes? Oh, Dietrich. Jawoll, Freunde, jetzt geht's los.
Jetzt kriegen wir unsere Sachen wieder. So, aber da ich Hunger habe, werde ich erstmal was essen. Nahrung. Ich kann auf mein Pferd nicht zugreifen, ey. So, das gibt mir auch schön Energie. Kann ich den Erik jetzt töten, währenddessen er schläft? Schläft er überhaupt? Das ist hier die Frage. Ich werde auf jeden Fall einen Retterschnaps verwenden. Und dann schauen wir mal. So. Damit haben wir auf jeden Fall schon mal gespeichert. Schwer. Schwer. Okay, ich habe nur einen Dietrich. Kann man hier irgendwas mitnehmen? Setzen. Ich will mich aber nicht setzen. Okay, versuchen wir erstmal das hier zu knacken. Okay, Konzentration, Leute, Konzentration. Ja, nur ein Versuch. Das ist all mein Zeug, ne? Oder nur ein Teil davon. Aber ich habe jetzt 33 Dietriche. Deswegen können wir jetzt machen, was wir wollen. Okay, das ist nicht mein Zeug. Kurtenberger Kuras. Rabenschnabel. Okay, aber jetzt müsste ich ja meine Sachen wieder haben, ne? So, Waffen, Dolche habe ich 2. Ja, okay. Ja. Mein Elbenbogen bitte. Ich möchte gerne die Giftpfeile. Und ich möchte meinen Stachel haben. Rüstung. Nehmen wir den, die gepflegten Beinlinge. Ich habe noch die Command-Sachen dabei. Ich hoffe, ich bin nicht überladen. Auffälligkeit 40. Oh, oh. 35. 30-Treter 34. Lederhandschuhe 32. Was habe ich denn alles an? Okay. Wo? Hier, guckt euch das an, das ist viel zu viel. Auch andere Beindinge. Huch, der ist besser als der. Krass. Na gut. Das dazu. Habe ich irgendwas zum Reparieren? Kleines Rüstungsset. Zu beschädigt, ey, komm. Läuft. Manfreds Geldbeutel. Na gut. Ich habe Pfeil im Bogen jetzt, ne? Und mein Schwert lasse ich mal weg. Das heißt, rein theoretisch kann ich sie mit meinem Giftpfeil treffen und mich dann Keks freuen. Guck dir mal den Hautigen an. Aber da sind noch mehr. Soll ich es versuchen? Ich werde vorher noch mal kurz speichern. Und dann versuche ich sie einfach zu vernichten. Ich werde dich finden! Du bist erstmal vergiftet, mein Freund. Ich werde dich finden, du elender Hund.
ist wohl entwischt. Der Schuss muss von dort gekommen sein. Also wo steckt dieser Bastard? So, der eine müsste jetzt langsam umkippen, ne? Er ist weg. Er muss von hier aus geschossen haben. Oh, ich bin ein bisschen angedüselt. Jetzt merkt man, wie ich gerade rumwackel. Ja, da liegt er. Der andere müsste jetzt auch umkippen. Nein, da liegt irgendwas. Scheiße. Oh, die haben die Tür wieder zugemacht, das ist ja nett. Er muss von hier aus geschossen haben. Vor allem, da liegt hier irgendwas. Da liegt eine Leiche, mein Freund. Okay, ich darf auf jeden Fall nicht da kämpfen, wo die Leiche ist, sonst werden die anderen alarmiert. Er muss von hier aus geschossen haben. Der Snake. Oh, fuck. Das kann doch nicht dein Ernst sein, Zero. Dass du den Sack nicht getroffen hast. Hat wohl von hier aus geschossen. Okay, ich hab ihn. Huch! Da ist ja noch einer. Der Schuss muss von dort gekommen sein. Also wo steckt dieser Bastard? Oh Gott, meine Ausdauer. Das Leck, du elender Hund! Oh, das war close. Von hier aus geschossen haben. Ich hatte sein Schild getroffen. Headshot! Okay, einer watschelt da noch rum. Oder einer sitzt da, besser gesagt. So, gib mir mal dein Essen, mein Freund. Das nehme ich nämlich sehr, sehr gerne. Und das Geld auch. Und natürlich mein Giftpfeil. Der andere ist leider im Schild gelandet. Kann man nichts machen. Bräuchte neue Schuhe, glaube ich, ne? Ah, die sind zu auffällig. Weil die haben alle diese auffälligen Sachen. Gucken wir mal. So. Der hier kann erstmal weg. Was haben wir hier? 32? Ja, gut. Ich habe momentan 27, das ist schon ziemlich gut. Oh, dem habe ich 3 reingejagt, alter Schwede. Der arme Kerl. So, das dazu. Was ist das hier eigentlich mit dem B? Was sagt die Karte dazu? Ist das da, wo ich eigentlich runterspringen soll? Versuche deine Ausrüstung zurückzubekommen. Hab ich doch schon! Hab ich irgendwas vergessen? Nö. Ich hab alles. Na gut. Frage ist, wird er mich sehen, wenn ich jetzt ankomme? Würde ich mich sehr, sehr gerne einfach von hinten erdolchen. Sieh an, was da unter einem Stein hervorgekommen kommt. Das nennst du Kämpf? Ist hier noch einer? Nee, ist nur die Leiche, die sich da bewegt. Du bist sowieso tot. Jetzt hast recht.
Okay. Alte Stiefel. Nee. Gepflegte Beinlinge. Könnte werden. Das könnte was werden. Ich will aber meine Pfeile erstmal wieder haben. Toll, ich kriege meine Pfeile nicht wieder. Dreckstypi. Okay. Wir haben gerade auch ziemlich viel Zeit schon drin. Deswegen werden wir jetzt die Folge beenden. Ich werde nochmal kurz wegen der Ausrüstung gucken. Ja, das sind meine Beinlinge. Perfekt. So, 8.13 und das andere war schlechter, ne? Weißt du was, Mönchskutten hier, das kann weg. Wir haben hier noch Schlappen, die sind auch scheiße. Wappenrock. Ah, ich bin auf 21 jetzt runter. Sehr schön. Dürften die mich eigentlich nicht mehr sehen. Ich sollte mehr in die Türen reingucken. Die schlafen. Gut, Freunde, aber ich würde sagen, das war's für heute. Morgen werden wir hier ein bisschen aufräumen. Ich will mein Schwert nicht rausholen. Morgen werden wir hier ein bisschen aufräumen auf dem Weg nach draußen und gucken, was uns da so auch erwartet, ne? Haut rein, euer Zero. Tschüss.